Jawolski, da ist er. Hallo Norbert. Chris, hi. Reinspaziert. Oh mein Gott. Du hast mich eingeladen. Wie cool ist das denn? Und ich habe den Kalli mitgebracht. Hier, den kannst du mal guten Tag sagen, sag mal. Ist das der Kalli? Kalli, hallo. Das ist der Kalli, ja genau. Kalli, wie geht es dir? Den habe ich mitgebracht. Mega cool. Mega cool, oder? Freunde, zieht euch das rein. Norbert und ich sind auf einer großen Mission. Und der hat mir heute mein erstes Krokodilchen vorbeigebracht. Vielleicht auch sein letztes. Naja, schauen wir mal. Der wird noch ein bisschen größer. Ein Krokodil kann warten, ne? Jo. Ja. Norbert, was machst du denn hier? Guten Morgen. Guten Morgen. Guck mal, wie cool ist das denn? Das ist echt. Das ist echt. Ja, ist echt oder nicht echt? Ja, ist echt. Ist cool. Echt. Bist du mit dem einfach unterwegs und mal schaust vorbei? Chris hat mich eingeladen und cool. Er hat gesagt, er müsste mal ein Krokodil haben. Wie? Ja, für unser Terrarium in der Halle. Haben wir ja jetzt. War da nicht abgesprochen? Soll ich wieder gehen, oder? Nein, das ist schon richtig also so. Hier zwischen uns ist selten was abgesprochen. Aha. Ein Krokodil im Büro. Keine Ahnung, was Chris sich dabei denkt, aber ich habe aufgehört, das zu hinterfragen. Deswegen lasse ich ihn einfach machen. Den Norbert Zajak, den kennen wir auch schon gefühlt seit Ewigkeiten. Also wir haben auch schon mit dem zusammengearbeitet. Hier für Chris traut sich alles mit der fetten Riesenspinne. Und inzwischen hat er ja auch schon einen riesigen Channel. Also weiß ich, verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung, könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Oh, mega der Dude auf YouTube, ne? Und als ich die Idee halt mit dem Krokodil hatte, war er dementsprechend dann die erste Adresse für das Ganze. Also ich nehme den jetzt wieder mit. Okay. Und wenn das fertig ist, rufst du mich an. Ja. Und kann ich ja sofort die Äffchen mitbringen. Die Voliere sieht ja auch schon schön aus. Die Zwergseitenäffchen. Ja. Ja, das wäre mega. Ja. Die haben auch gerade Junge gekriegt und sobald die entwöhnt sind, bringe ich dir die mit. Mega nice. Okay. Da freue ich mich. Dann trenne dich noch einmal. Ne? Schätze, wir sehen uns sehr bald wieder. Digga, ich warne dich schon mal vor, wenn wir gleich Besprechung machen. Chris ist mit dem Thema Leon, glaube ich, fast durch. Also der ist gar nicht angetan. Ja. Der hat zwar die Videos gemacht jetzt für den Zweitkanal, ein paar nette Kommentare, aber auch nicht so ein Riesenerfolg. Ja, ist auch schwierig halt, ne? Ist ja, halt echt aber schwer. Ich glaube, wenn der jetzt in der letzten Woche keine Argumente liefert, dann, also ich bin jetzt ehrlich gesagt auch nicht so begeistert. Ja. Ich würde dann auch eher für Nein stimmen, okay, wenn wir die Entscheidung fällen. Und Chris ist da, glaube ich, noch ein bisschen weniger angetan. Ich weiß, du willst ihn unbedingt hier haben, aber... Ja. Scheiße. Also ich finde, da muss er einfach noch Argumente liefern jetzt in der letzten Woche. Ich muss gleich nochmal mit ihm sprechen. Da muss der halt nochmal eine Woche richtig durchziehen, richtig Gas geben. Vielleicht geht da doch noch was. Der Leon, der muss einfach bleiben. Wir haben erst gestern Abend eine richtig geile Duo-Session gehabt. Ne? Wir haben so geil gezockt, richtig hochgeklimmt und so. Das war mega. Jo, Leon, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht. Ist ja jetzt deine letzte Woche hier, ne? Und die Jungs sind immer noch alles andere als überzeugt von dir, leider. Also das ist echt kritisch zur Zeit. Deswegen habe ich mir was überlegt, wie wir das Ruder vielleicht doch noch rumreißen können. Und zwar gebe ich dir jetzt einfach mal unsere Firmenkreditkarte. Kannst du schon mal nehmen. Okay. Und ich würde sagen, du lässt dir einfach mal irgendwas einfallen außerhalb von Drehs. Das mit den Videos, das hat nicht viel gebracht. Nimm die Karte, besorg irgendwas fürs Büro, irgendwas Cooles, irgendeine Aktion. Du hast einen Rahmen von 1 bis 2.000 Euro. Das kann man ruhig machen, das ist es schon wert. Überrasch einfach die Jungs. Gerade Chris, du weißt, der steht auf so dekadenten Scheiß und so, der schleppt dir selbst mal total sinnlose Dinge an. Lass dir einfach irgendwas einfallen. Bist du dir sicher, so viel? Ja, safe. Und mit 100 Euro kommst du ja nicht weit bei Chris. So. Du musst schon irgendwas richtig Cooles. Dann könntest du echt noch hinhauen. Okay. Ich habe mir mal die Kreditkartenabrechnung der Firma angeguckt und Chris hat allein in den ersten 5-6 Wochen diesen Jahres schon über 10.000 Euro ausgegeben. Für Dinge, die vielleicht zum Teil cool waren, aber trotzdem komplett unnötig. Von daher wird das gar nicht auffallen. Richtig cool, dass Phil mir da so vertraut. Aber jetzt brauche ich noch eine gute Idee, um bei den Jungs zu punkten. Ja, Jungs, jetzt müssen wir uns mal mit dem unangenehmen Thema Krette befassen. Oh. Der wird hier irgendwann wieder vor der Tür stehen und dann müssen wir geschlossen reagieren. Ja, nach dem Anruf von Carsten letzte Woche haben wir uns gegenüber Krette erstmal nichts anmerken lassen. Der war ja zu dem Zeitpunkt auch noch im Büro. Aber wir mussten den Schock erstmal verdauen und vor allem wollen wir zu dritt erstmal entscheiden, wie wir damit umgehen, wie wir uns gegenüber Krette verhalten und wie wir reagieren, wenn es am Ende wirklich stimmt. Aber wenn es wirklich so ist, dann muss das Konsequenzen haben.
So ganz ehrlich, dann... Da kann ich schwer mitreden mit Konsequenzen und alle, Digga, das ist euer Dad, ich kann dem nicht sagen. Also rein berufliche Konsequenzen, ja, also jetzt nicht auf privater Ebene, ist ja alles schön und gut, ja. Ehrgeiz schön und gut und er will auch helfen, das verstehen wir ja auch, ja. Aber dann muss er halt hier mal im Büro vielleicht einen Monat Sendepause haben. Boah, also ich kann mir immer noch sehr schwer vorstellen, dass das Krette diesen Move gebracht hat. Dann brauchen wir ein Video für Sonntag, auf jeden Fall. Brauchen wir auch noch. Ja. Ja, das kann ja dann der Leon übernehmen. Also zumindest. Ich weiß nicht, ob der dafür schon weit genug ist. Keine Ahnung, ja, ist er auf gar keinen Fall. Also, aber das ist jetzt die letzte Woche seiner Probezeit. Die Probezeit. Das ist ja gut. Also. Geht. Also, ich würde jetzt nicht sagen, die Probezeit hat er mit Bravo überstanden. Ja. Ein paar nette Kommentare auf YouTube reichen nicht. Ja, aber es geht ja darum, wie er sehr sich verbessert hat in dem Zeitraum. So ja, das hat, der hat sich ja. Der hat ja Das also ich finde auch, da müsste mehr kommen. Ja, ich meine, der hat ja auch nichts Gravierendes geleistet. Ja, ein paar positive Kommentare unter den Videos, die er da gedroppt hat. Aber der ist jetzt nicht irgendwie unverzichtbar für die Firma. Der bringt da nichts Besonderes mit. Ja, hier kommt bald ein fetter Fernseher, ein Kino-Feeling. Ja, die Kinositze, die Popcorn-Maschine. Dann hätten wir das auch. Ja, dann wäre der Flur wieder, wird der ganz anders wirken. Okay. Gut, dann schicke ich mal hier was ab jetzt. Was machst du Feines? Okay. Sieht gut aus. Was ist das hier für eine Scheiße wieder? Digga, das ist doch nicht deren Ernst. Gottverdammt, Alter. Siebes, Phil! Jungs! Los. Digga, das kann doch nicht sein, Digga. Was passiert? Ja, irgendwelche Pfosten rippen, re-uploaden unsere Videos, wann und wo sie wollen, ohne zu markieren. Ey, das kann nicht so weitergehen, Digga. Das passiert immer. Was willst du machen? Ja, das irgendwie stoppen. Es kann ja nicht sein, dass die unseren Content klauen, hochladen und uns noch nicht mal irgendwo erwähnen. Aber wie sollen wir das auch noch machen? Da bräuchtest du einen, der wahrscheinlich den ganzen Tag nichts anderes macht. Keine Ahnung. Den du nur dafür einstellst. Jo. So, das können wir nicht auch noch leisten. Oder? Wenn man da jemanden hätte, ne? Der nur das macht, das wäre nice. Aber hat man so einen, ne? Ich muss jede Chance nutzen, Leon die Möglichkeit zu geben, die Jungs irgendwie noch zu beeindrucken. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie du noch mehr Pluspunkte sammeln könntest bei Chris. Kam mir gerade so in den Sinn, weil unsere Videos, die werden ja ständig geklaut. Instagram, Facebook, YouTube, überall, ne? Und Chris fuckt das besonders ab. So, der hasst das richtig. Gerade wenn die uns nicht verlinken und so, wird der mal richtig sauer, ne? Das ist richtig angepisst. Das Ding ist, wir kommen da halt gar nicht hinterher mit dem Sperren, so, weil das halt viel zu viele sind. Aber ich könnte jetzt einmal zeigen, wie das geht. Und dann guckst du einfach überall, hältst auch schon nach Videos, die geklaut sind von uns ohne Markierung und sperrst die. So, ich glaube, wenn er sieht, dass da was gegen gemacht wird, weil das ist mega sinnvoll, das hilft uns, das wird er auf jeden Fall feiern. Kann ich direkt mal zeigen, wie man das macht? Ja, das klingt ja eigentlich ganz easy. Dann setze ich mich mal hin und lass einfach alles sperren, was ich finden kann. Guten Tag. Hi. Hi. Pablo. Bester Koch auf YouTube. Wer? Was? Pablo. Bester Koch auf YouTube. Bester Koch auf YouTube? Richtig. Kennst du mich nicht? Gerade sagt mir das nichts. Die ganze Welt kennt mich eigentlich schon. Okay. Also, ich soll hier kochen. Steaks. Krass. Ich weiß nichts von, aber Steaks hören sich eigentlich gut an. Ja, komm rein. Dann haben die Jungs wahrscheinlich irgendwas organisiert, von dem ich nichts weiß. Also, ich hab eine Mail bekommen, ich soll hier auf jeden Fall fette Steaks machen. Fette Steaks? Weil ich der Beste bin, so bin ich auch lecker. Mega, ihr hört sich gut an. Dann geh einfach direkt hier durch, dann kommst du zur Küche. Jo. Mach einfach dein Ding dann. Auf einmal steht da ein Koch vor der Tür. Kein Plan, wer den hier hinbestellt hat. Phil, Siebes, aber. Ja, keine Ahnung, wird schon seine Gründe haben, wieso der hier antanzt, ne? Digga, was hast du hier? Krassen Typen. Hi, Pablo. Hey, Sebastian. Der hat Schnitzel aus Krokodilfleisch schon gemacht, Digga. Was okay. Und ich habe damit nichts zu tun. Ich dachte gerade, du hättest jetzt hier wieder irgendeine Aktion gestartet. Als ob, kein Scheiß. Der Einzige, Digga, der hier einen Koch bestellt mit Steaks, bist du. Ohne Witz, ausnahmsweise habe ich mit der ganzen Geschichte hier nichts zu tun. Ich war bis eben noch der Meinung, dass du oder Phil oder Dann muss Phil das gewesen sein. Also eigentlich ist ja Chris derjenige, der auf die Idee kommen würde, einen Koch hierher zu bestellen. Ich war es nicht und zu Phil passt das eigentlich auch nicht. Genau, nimm den noch. Den würde ich da vorne hinstellen. Ja, das sieht gut aus. Den nächste Runde erst. Aber ich glaube, die Runde kannst du auf jeden Fall gewinnen. Phil? Ja, was geht? Kommst du einmal kurz raus? Ja, klar. Ich komme gleich wieder. Was ist los? Hast du einen Koch gebucht? Einen Koch? Ja, wir haben irgendwie gerade einen Koch geklingelt und der steht jetzt in der Küche und macht irgendwie kocht für uns. Hä, was kocht der? Keine Ahnung.
Der kocht jetzt einfach. Ich weiß nichts davon. Aber was macht er denn? Ja, also Chris war es nicht, ich war es nicht. Wir dachten jetzt, du warst das. Nee, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Okay. Leon vielleicht? Also an sich ist ja mega geil eigentlich, oder? Aber Leon bucht ja keinen Koch für uns. Wie denn? Ich frag mal, aber an sich ist ja eine geile Idee eigentlich, oder? Wenn er was Fettes kocht jetzt, ist doch nice. Ich frag mich nur, also, was hier alle glauben, woher wir das Geld nehmen sollen. Ist ja bestimmt nicht so teuer. Ich finde, das ist eine coole Idee. Können wir mal abwarten. Ich frag ihn mal, aber an sich, so je nachdem, was der kocht, ist doch Bombe eigentlich. Ich check das mal. Ich find's unnötig. Ich find's aber mega nice eigentlich. Ist ja eine coole Idee, ist ja auch lieb gemeint. Ich frag mal. Jo, Leon? Ja? Hast du diesen Koch hier bestellt? Ja, hab ich. Und was macht der? Ja, der macht ein Steak. So ein richtig besonderes Steak. Für Chris, oder was? Ja, genau. Boah, wie geil ist das denn? Ey, Chris liebt Steak. Ey, das ist eine richtig geile Idee. Ja, oder? Boah, da bin ich gespannt. Ey, das könnte echt klappen. Das könnte gut werden. Nice, ja, sehr geil, Alter. Geile Idee. Freue ich mich. Nice. Cool. Digga, wie geil riecht das hier bitte, Alter? Sind die Steaks schon fertig? Digga, das ganze Büro riecht einfach nach Steak, ja? Digga, was ist das? Das sind die Rinderfilets. Mit Blattgold? Ja, wurde so bestellt. Das, wie, mit Blattgold? Willst du hier, sollen wir ruiniert werden oder was? Digga, weißt du, was das für ein Shitstorm gibt? Ich hab nur einen Auftrag bevor. Ribéry-Shitstorm-Ausmaße mäßig. Digga, das können wir doch nicht filmen. Den brauchst du gar nicht draufhalten. Ich meine, sieht alles schön und gut aus, aber das können wir doch nicht ausstrahlen. Mit Blattgold und so ein Scheiß. Was soll denn der Scheiß? Ey, Jungs! Hallo? Was geht's? Ist fertig? Jetzt können wir es ja sagen. Das war eine Überraschung von Leon, Alter. Die geilen Steaks, Mann. Was eine Überraschung von Leon, Digga? Was denn? Wie, ihr könnt doch nicht hier Steaks mit Blattgold machen, Digga. Wisst ihr, wie wir hier auseinandergepflückt werden? Mit Blattgold, Digga? Warum nicht einfach nur Steaks? Ja, Blattgold, das ist komplett mit Gold übersät hier, das Fleisch. Ja, okay. Wer sind wir, Alter? Queen Elizabeth oder was? Dass wir hier mit Gold essen müssen oder was? Ja, das ist vielleicht nicht so geil, aber guck mal, ohne. Bist du adelig oder was? Gehörst du irgendeiner Königsfamilie an? Ohne das Gold ist ja mega nett gemeint. So, Steak ist doch geil. Das mit dem Gold, okay, aber sonst. Ist ja mega nett gemeint, aber so Gold komplett überflüssig, können wir nicht zeigen. Kann halt ohne das Gold, aber guck mal, ist doch mega nice. Wie viel kostet der Scheiß? Ich meine, was kostet das? Unabhängig davon, Leon hat außerdem gerade noch end viele Videos weggestrikt, wo unser Content drin war und wir nicht verlinkt wurden. Also mega nice, der gibt sich echt sau Mühe heute. Das ist ja alles schön und gut mit den Videos, aber wie viel hat dieser Scheiß hier gekostet? Warte, ich mach hier aber auf. Wie viel hat der Scheiß hier gekostet? Ja, ich hab das über die Firma gemacht, so. Wie, du hast das über die Firma gemacht? Wie über die Firma? Was hast du mit der Firma zu tun? Der Phil hat mir die Karte gegeben, die... Wie viel hat dir die Karte gegeben, Digga? Was hast du mit der Karte zu tun? Was hast du mit der Firmenkarte zu tun? Was hat das denn gekostet, Digga? Was hat das gekostet? Ja, ich war so mit 2000 auf jeden Fall. Was? Du hast für den Scheiß 2 Mille ausgegeben mit der Firma? Ich dachte, du freust dich. Mit der, ja, Freund für 2000 Euro, Digga? Was soll ich mich denn freuen? Gold essen für 2000 Euro, 6 Steaks? 2 Mille, Digga? Was hast du mit der Firmenkarte zu tun? Wer bist du, Digga? Sylvester Stallone oder was? Hier einfach loslegen oder was? Ganz ehrlich, was denkt sich der Leon dabei? Also auf wessen Kosten macht er das? Und überhaupt, wie kommt ihr auf die Idee, hier mit Blattgold verzierte Steaks hierhin zu bestellen und zu denken, dass das eine coole Sache ist? Was glaubt ihr, wer der ist? Also, Entschuldigung, also ich meine das jetzt ganz ernst. So, also, hat wohl den Schuss nicht gehört. Also, was will er? Das will er uns ruinieren oder supporten? Also will er, dass wir den Shitstorm des Jahrtausends kriegen oder? Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Was hätte ich dabei gedacht? Wie viel Pech kann man bitte haben? Ich glaube, Leon hätte alles bestellen können. Alles. Aber dann bestellt er ausgerechnet diese eine Sache, für die gefühlt jede Woche irgendjemand auf Instagram einen riesen Shitstorm bekommt. Warum? Ja, ich würde mal behaupten, jetzt wird's richtig eng für Leon. Das könnte es vielleicht auch schon gewesen sein. Hi! Ach, hi! Ah, gut, dass du da bist. Wir wollten eher noch mit dir sprechen. Deswegen passt das gerade ganz gut eigentlich. Setz dich doch schon mal ganz kurz. Ich hole eben die Jungs. Wir wollten eher noch ein bisschen was mit dir besprechen, deswegen... Ich hole die eben, okay? Setz dich ruhig schon mal. Okay. Ja, Phils Begrüßung verlief etwas kühl gerade, eigentlich ungewöhnlich. Er hat mir dann auch gesagt, dass alle drei mit mir reden möchten.
Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht um den Vlog geht, dass er denen so gut gefallen hat, dass die sich vielleicht vorstellen könnten, dass ich jede Woche oder vielleicht sogar täglich einen für die produziere. Und das wäre es natürlich für mich. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Ja, Krette, der Carsten hat uns angerufen und hat uns eine ganz wilde Story erzählt über seinen Abgang hier und sagte mir, dass du ihn dazu getrieben hast, einen anderen Job anzunehmen und dass das alles von dir ausging. Ja. Und das hat uns ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ich habe den dazu getrieben. Mann, dieser Carsten, was ist das eine widerwärtige Nummer. Hinter meinem Rücken macht er mich da bei den Jungs schlecht. Sowas Hinterhältiges, das hätte ich dem nicht zugetraut. Was für eine linke Nummer. Und dann reißt er mich da so rein bei euch? Ja, also, müsst ihr wissen, wem man es glaubt. Siehst du das genauso oder was? Also ich wollte einfach mal deine Sicht der Dinge hören, so wie du diese sagst. Ja, Fakt ist ja, dass du uns angelogen hast, ne? Angelogen, meine Güte. Fakt ist, der ist weg und der wollte weg. Ja, wir haben halt als Unternehmen entschieden, dass wir halt da auch reagieren müssen, weil sonst sind wir als Firma auch nicht ernst zu nehmen, ne? Und wir wollen da jetzt kein Drama draus machen, aber irgendeine Konsequenz sollte es geben und wir finden es fair, dass wir jetzt sagen, dass wir für die nächsten 2-3 Wochen erstmal nicht mehr gemeinsam arbeiten an Videos. Was ist das denn für eine Kinderscheiße? Ist ja ein Stubenriss oder was soll das sein? Nee, einfach, dass wir einfach hier mal durchgreifen, weil sonst denken die Leute, das kann man mit uns einfach machen, weißt du? Ja. Albern. Ja gut, macht, was ihr wollt. Tut mir leid für die Krette, ist auch nichts Persönliches, aber wir müssen auch unser Unternehmen schützen und da muss es irgendwie Konsequenzen geben. Und da finde ich so eine kleine Pause von 2, 3, 4 Wochen eigentlich ganz angemessen und danach ist das dann auch wieder vom Tisch. Aber da müssen wir jetzt einmal ein bisschen hart bleiben. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen zu tun. Ich weiß nicht, kannst du vielleicht Kretter einmal nach draußen? Ja, jetzt soll ich auch gehen, oder was? Ja, weil wir jetzt schon noch... Ich hab sowieso keinen Bock mehr. Komm, dann bring mich zur Tür. Bis bald, ne? Wir melden uns, wenn wir wieder... Ja, ja, schon klar. Bis dann. Ja, ciao. Dann peace. Ja, alles gut. Na? Ja, ciao. Hä? Jungs, was geht? Was ist das denn für eine Überraschung? Entschuldigung. Ja. Was geht ab? Was macht ihr denn hier? Sag mal, wir haben ja letztens diese Reaction auf euch gemacht, ne? Ja, ja. Nein, also doch, ganz ehrlich. Ihr habt doch gesagt, das geht klar. Wieso klemmt ihr das dann? Ich dachte, es ist alles okay so zwischen uns. Weißt du, ich verstehe es einfach nicht, warum jetzt das... Hä? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Was für geklemmt? Du weißt nicht, worum es geht. Natürlich weißt du, worum es geht. Ihr habt das geklemmt und fertig. Die Werbeeinnahmen sind aus. Warum, was soll das? Aber niemals hätten wir sowas gemacht. Wir haben das richtig gefeiert hier. Jungs, ich weiß gar nicht, was hier gerade abgeht. Kommt kurz rein, bitte. Kommt kurz rein, wir klären das sofort. Geht ruhig einmal durch. Siebes und Phil sind auch da. Leon! Ja, ich glaube, das war's dann wohl für mich. Kein Plan, was bei dem Jungen abgeht. Also ich weiß nicht, ob der früher gekündigt werden möchte oder so. Kein Plan, er leistet sich eine Schote nach der anderen. Ne, da ist man voll happy darüber, dass Genghis auf die Videos reagiert und der geht dahin und claimt die. Was geht ab bei dem Jungen? Was hat er geraucht? Also jetzt versaut Leon es sich endgültig, so leid es mir tut. Wahrscheinlich hat das nett gemeint, aber du musst doch auch mal nachdenken. Du kannst doch nicht einfach dahergehen und die Videos von Genghis sperren lassen, ohne vorher mit uns darüber zu sprechen. Ich gebe diesem Jungen 2 richtig geile Möglichkeiten, hier mega zu punkten. Und beides geht einfach schlimmer aus, als ich mir je hätte vorstellen können. Worst case. Ja, Jungs, sorry für die Umstände. Ne? Ich denke mal, das wird sich gleich klären. Also es war von uns aus bestimmt keine Absicht. Ich habe gute Neuigkeiten. Hat sich alles geklärt mit den Videos. Die sind wieder freigegeben. Ja. Unser Praktikant hat ein bisschen Scheiße gebohrt, aber das hat er nicht bewusst gemacht. Ja, der hat... Was ist heute mit ihm? Ja, das war ja diese Sache mit den Videos-Claim und alles. Der hat einfach dann alles geclaimed. Okay. Ja. Und da waren halt die Videos der Jungs auch mit dabei. Also, wie gesagt... Das war nicht von uns. Aber das hat sich jetzt alles erledigt. Ja, gut. Ja, okay. Jungs, wenn ihr schon mal den weiten Weg jetzt hergekommen seid, lasst doch noch was drehen, oder? Ja, das wäre nice. Hätte ich auch mega Bock. Oder? Was auf denn? Spontan so? Oh, man wir könnte... Drehen jetzt. Wir hatten doch letztens so eine geile Formatidee. Wie war das nochmal? Ach, Jungs, stimmt. Yo, man setzt sich irgendwie so an einen Tisch. Mhm. Ja. 2 Teams zum Beispiel, 2 gegen 2 oder so. Ja. Und einer ist hinter der Kamera so als Moderator, müsst ihr euch vorstellen. Ne, könnte man hier voll geil machen. Ja, ja. Dann,
gab es eine Aufgabe immer? Genau. Auf Zeit, glaube ich, ne? Ja, ja, genau, so 2 Minuten Zeit einfach immer. Genau, und dann wurde zum Beispiel gesagt, so, ihr müsst jetzt zum Beispiel irgendwas malen. So Chris beim Dartspielen. Genau, so. Chris beim Dartspielen. Und dann, könnt ihr uns verarschen? Jungs, pass mal auf, wir kommen hier hin, weil die Videos entmonetarisiert sind. Genau. Ja. Und jetzt kommt ihr hier mit Let's Draw an. Das ist Let's Draw, das ist unser Ding. Hä, das... Das gibt's erstens gar nicht. Nein, mehr. Nein, wir wollen das dann... Also gibt's schon anders. Schon anders, das ist ja auch ein ganz anderer Look. Zwei und so. Leute, einer hinter der Kamera und es wird gemalt, was ist das? Nicht ja, nur. Gut. Man kann auch, man könnte auch so Rubriken noch einbauen, so random. Ja, das ist einer hinter der Kamera ist... Wie wollt ihr das denn nennen? Lass uns zeichnen oder was? Das könnte man ja noch... Also, ja, nee, jetzt nicht das wäre ja dann... Dann, ja, aber sonst, die Leute wir hatten noch eine andere Idee. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, könnten wir auch noch vielleicht reacten. Weil du hast ja auf unsere Videos reacted oder die auch zusammen. Reacten wenn ist wir auch jetzt stark, ja. Zusammen, das machen, ja. Wenn wir zusammen auf ein Video von uns reacten, wird das, glaube ich, richtig abgehen. Ja, das wäre mega nice. Ja, seid ihr dabei? Machen, ja. Komm, ehrlich? Ja. Ja, geil. Ja, geil. Ja. Dann lass doch einmal die Stühle drehen, dann hole ich die Kamera. Okay, mhm. Nice. Und dann suchen wir ein geiles Video raus. Ne? Dann okay, ja. Bleib sitzen, lass uns die Stühle einmal drehen. Okay. Voll geil. Mega. Das wird so abgehen, glaube ich. Ja, welches Hammer. Video nehmen wir? So ein richtig geiles jetzt, ne? Ja. Ein mega lustiges, so ein, die jeder auf jeden kennt. Fall, die jeder kennt. Ja. Was ich ja mega feier natürlich, ist Basketballer, die jeder kennt. Yo! Oh, nee. Ja, aber, also wir können nichts mit Basketball anfangen. Also ich kenne auch nicht mal die Regeln, ich glaube jetzt nicht, dass das... Ja, aber ich glaube, das checkt man trotzdem, oder? Weil das ist mega geil, das Video. Ich glaube auch, dass man das checkt. Ja, was ist denn mit Bahnfahrer, die jeder kennt? Nee, lass mich Basketballer machen. Basketballer ist geil. Das ist Bombe. Weil dann lernen die Jungs auch mal Basketball kennen. So, man muss ja den Sport nicht irgendwie... Ja, okay. Das aber ist ich glaube halt, das ist nicht lustig für uns. Ne? Doch, uns halt doch, doch. Das ist auch echt allgemein. Da müsst ihr uns einfach mal vertrauen. Seid ihr bereit? Ja. Wir machen natürlich noch eine Anmod und dann drücken wir einfach Play. Ja, okay. 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 Sollen wir irgendwas Bestimmtes sagen? Ja, ihr könnt ja sagen, dass ihr mega voll Bock hattet, sind. Schon immer auf dieses Video zu reagieren. Ja. Das ist ja aber nicht die Wahrheit. Ja. Ja, oder dass ihr gespannt seid, so wie das Video ist. Genau, ihr seid gespannt. So. Okay. So, ich gehe so dahinter, weil nicht so viel Platz ist. Ja, okay. Ja. Okay, geil, ey. Läuft ja. Schon die Kamera? Läuft, okay. 3, 2, 1. Yo, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Bullshit TV. Wir haben heute Gäste am Start extra aus Köln angereist. Jan und Cengiz. Was geht? Und die haben gesagt, ey, wir haben ja schon reacted auf ein paar, die jeder kennt, Videos. Aber Basketballer, die jeder kennt, das fehlt noch. Genau. So, ja, und... Also, wir können halt nichts mit Basketball anfangen, ja, aber... Genau, aber noch nicht, aber bald, gleich nach dem Video, und wir wollten unbedingt mal drauf reacten, weil wir glauben, dass das mega lustig wird. Ja, Mann. Kommt und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ja, okay. Soll ich starten? Ja. Aber das wird so lustig. Das ist schon der erste. Mit Paul Gude damals. Ja. Wie cool, ey. Guck mal, der sagt jetzt immer faul. Faul. Krass, Digga. Ich habe das eigentlich noch nie gespielt, ne? Noch nie Basketball gespielt? Ja, ist wie Fußball oder Handball oder so. Ja, ich finde das auch komplett unlustig. Das ist der... Warte, lass die Jungs raten. Okay, was meint ihr, welcher das ist? Der Basketball spielt. Nein. Der daneben schießt. Nee. Nee, ach, der, das genau ist der, der... Ja. Ah, krass, der nicht treffen kann. Ja, aber guck mal, der ist auch mega groß. Ja, der Große ist das. Weißt du, weil der ist ja eigentlich mega groß und könnte unterm Korb einfach reinmachen. Ja. Und dann geht der trotzdem drei... Oder? Mega geil. So ein lustiges. Habt ihr eine Toilette, Jungs? Ja, warte, ist gleich vorbei. Jetzt kommt noch ein ganz wichtiger. Guck mal. Ist ja mega unlustig. Ja, weil ihr müsst ja erstmal die Sportart so ein bisschen checken. Guck mal. Ja, wir haben noch gesagt, das ist der halt immer Ausreden findet. Ja. Und immer die Schuld. Guck mal, Chris kommt gar nicht mehr klar. Mr. Excuses. Das ist der Trash-Talker, ne? Ja, genau. Verrat nicht immer alles für die Jungs. Sorry. Die Jungs wollen ja auch selber raten. Ey, der ist es gerade. Richtig, richtig, ne? Geil. Ja, aber gleich kommt der wichtigste Typ. Nee. Warte, wir machen uns Pause so lange einfach. Wir warten. Nee, mach mal weiter. Der Fehler. Ja, fast. Fast, ja. Cengiz, was sagst du? Der keinen Bock hat. Na, warte, ich muss auch kurz telefonieren. Ja, beeil dich. Gleich kommt ein ganz richtig lustiger. Ja, wir drehen gerade so ein Ultra-Scheiß-React für die. Der Schiedsrichter, weißt du? So, kennst du den? Der beim Spiel halt immer sagt, yo, das war faul und so. Ja. Immer am Meckern, das meinst du? Ja, genau. Das hat Paul auch richtig gut gemacht, ne? Ja, das war's. Ja. War geil, oder? Ja, geil, dass ihr im Start warst. Cool. Ja, okay. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, Jungs, Bombe, oder? Ja, dann. Ey, das hat echt Bock gemacht. Lieber cool, Alter. Danke. Das war richtig nice. Ja, wir würden dann. Ja, wir hauen dann ab auf die Wir würden dann auch die. Ja, nach dem Dreh, klar. Ja. Richtig geil, dass wir dann sogar was gemeinsam drehen konnten. Ich meine, das war jetzt natürlich alles mega spontan. Wir hatten jetzt keine Zeit, ein vernünftiges Skript zu schreiben. Aber dafür haben wir, glaube ich, gut was zustande gebracht. Also das Reaction-Video, ich glaube, das hat Potenzial. Das läuft bei Cengiz auf dem Kanal ja auch sehr gut. Und ich glaube, die Reaction, gemeinsam nochmal, alle vor der Kamera, die wird richtig gut ankommen. Also da habe ich gespürt, da,
Da ist was. Das war nicht schlecht. Ja, Jungs, hat sich euer Besuch doch doppelt gelohnt, oder? Videos ja. wieder frei. Mega cool. Und Hammer Video noch gedreht. Wenn man das so sagen kann, ja. Ja, ja oder? Auch spontan. Ich fand's geil. Also, ja. wenn ihr Bock habt, kommt jederzeit gerne wieder, ne? Ja, vielleicht irgendwann. Ja, ja, ihr seid herzlich willkommen. Ne? Also, ich glaube, da können wir noch richtig geile Sachen machen. Schön, dass ihr da wart, Alter. Kein Problem, kein Ding. Richtig cool. Ciao, ciao. Dann, richtig geil, ohne Scheiß. Cool. Bombendreh. Ne? Ciao, ne? Kommt gut heim, ne? Jungs, macht's ciao. Gut. Richtig und ihr geil. Seid jederzeit willkommen. Wie kommt gesagt, morgen, ne? kommt übermorgen. Ne? Ja, ja, immer ihr Bock habt. Ja, nice. Bis dann. Ja, Hammer. Boah, ja, geil. Mega, Alter. Jetzt können wir mit denen auch täglich drehen wahrscheinlich. Ja. Oder jeden zweiten Tag. Stell mal vor, Phil Laude sieht das, Alter. Der ist auch safe am Start im nächsten Jahr. Wahrscheinlich hat er auf jeden Fall Bock. Ja, nice. Jetzt, das wüsste sich nicht. Nur entgehen. Eine letzte Frage. Wegen Sonntag. Tag ist fast um. Sonntag ja. muss was kommen. Was ist sagt alles ihr? Jetzt ein bisschen anders. Ja, gelaufen. Mit Leon und so. Wir haben war echt mies. Mit den Steaks. Wer soll damit mit rechnen, ne? Hier ja, mit, auch jetzt hier der ganze Stress. Ja, Jungs, ihr wisst, was Sache ist, ne? Sollen wir noch einmal? Ja, müssen wir. Ich glaube, eine können wir noch. Wir hatten andere Ambitionen für den Sonntag. Gut, bevor jetzt gar nichts kommt. Vielleicht fällt uns ja noch was ein spontan, aber im Notfall kann es darauf hinauslaufen, dass dann nochmal eine letzte... Ihr wisst schon, was kommt. Eine letzte Folge. Endlich weg da, ey. Diese Ideen so unkreativ, richtig. Ultra schlecht. Sorry, ganz kurz. Ich habe euch oben erkannt. Du bist auch Jan, du Cengiz, ne? Ja. Vielleicht erinnert ihr euch an mich. Ihr habt hier in einem Video gesagt, dass ich so cool bin hier. Da. Nice fit, Bro. Achtung, jetzt, wo mein Spruch dann kommt. Jetzt. Das ist der Trap. Jetzt. Ja. Da. Hast du gesagt, ne? Ja. Das ist der Vater ja. sogar. Ja. Okay. Ich bin jetzt bei denen so ein bisschen aufs Eis gelegt worden. Wenn ihr jemanden braucht, also ich stehe gern zur Verfügung. Ach so. Komm mal nach Köln oder wir können alles machen zusammen, auch die Zeit. Ja, klar. Ja. Wir melden uns einfach dann. Ja, genau. Ja, wir haben ja deinen Insta. Ja. Ah, cool. Wir sagen Bescheid dann. Wir schreiben dir dann, falls wir irgendwas brauchen. Prima, da freue ich mich sehr. Okay. Super, mach's danke nochmal. Ne? Ciao. Ciao, viel Glück. Danke. Jawohl. Es geht weiter.